Hallihallo aus dem wunderschönen nachmittäglichen Alanya. Ich bin gerade nach meinem Friseurtermin mal an den Strand runtergefahren, hier in Mahmudla. Bisschen mehr jetzt Richtung Kestel, hier auf der Höhe Connach Seaside Tower. Da gibt es so eine Unterführung und da kann man hier auch rein. Da kann man hier anscheinend auch besser ins Meer an der Stelle. Hier sind so ganz schöne kleine Pfützchen. Da können Kinder sehr gut drin planschen, ja. Und ja, bei mir ist momentan so die Frustration angesagt. Ja. Ich lebe ja zwar in der Türkei, ja, habe aber meine Firmen ja noch in Deutschland, muss mich mit deutscher Bürokratie rumschlagen, mit deutschem Recht, mit EU-Recht. Ja. Finanzamt, Anwälte, Webseiten, Shops, Kunden. Was auch immer, gibt tausend Möglichkeiten und es ist tatsächlich so, dass momentan kotzt mich einfach nur an, in Deutschland Geschäfte zu machen. Es ist wirklich so, als würde einen alle davon abhalten wollen, Geld zu verdienen. Ja? Man ist den ganzen Tag nur mit Dingen beschäftigt, die kein Einkommen produzieren. Es gibt so einen Spruch im effektiven Arbeiten, das nennt sich EPAs, ja? Einkommen produzierende Aktivitäten. Bevorzugen, also Dinge machen, mit denen man Geld verdient, ja, und nicht Dinge machen, mit denen man kein Geld verdient, ja. Und in Deutschland ist diese Bürokratie-Wahnsinn totaler Quatsch, also es macht mich völligst fertig, ja. Beispiel, es gibt ja so einen YouTube-Kanal von Nordwolle, heißen die, glaube ich, und der hatte eine Story erzählt, die trifft so auf sowas zu, was mir auch gerade so passiert. Er hat erzählt, sie haben eine Küche neu gemacht, eine Kantine, ja, die eine Küche für ihre Kantine, genau, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und haben dann den Boden gefliest, ja, mit normalen Fliesen, die man gut putzen kann. Da kam die Berufsgenossenschaft und hat gesagt, nee, so geht das hier nicht. Die Fliesen sind ja glatt, ja, die dürfen das nicht machen, die müssen da Fliesen mit Noppen reinmachen, dass man da nicht quasi ausrutscht beim Kochen, ja. Und dann, oh gut, scheiße, Fliesen raus, neue Fliesen rein, mit Noppen, damit die Leute nicht ausrutschen in der Küche. Und dann kommt das Hygieneamt und sagt, nee, das geht so nicht, das sind ja Noppen, diese wären nicht hygienisch, die sollen die wieder rausmachen, weil so dürften sie nicht kochen für ihre Angestellten. Und so ist, das ist Deutschland, so die kürzeste Geschichte, ja. Gibt ja noch andere Kurzgeschichten für Deutschland. Und diese Bürokratie, dieser Wahnsinn und diese Ordnungswahn, alle müssen sich an die Regeln halten und so. Und man kann einfach nicht mehr arbeiten. Ja? Was ich auch jetzt vor ein paar Tagen habe, ich jemanden kennengelernt, der ist gewerbetreibend im norddeutschen Raum. Und der hat auch erzählt, es bleibt fast nichts mehr hängen. Ja? Du hast auch, die Energiekosten sind so hoch, wenn du da einen Laden hast und hast da irgendwie Lüftungsanlage drin und du hast da Kühlschränke laufen und du hast da Licht und musst da für deine Angestellten entsprechende Sachen auch bereitstellen und dann sind die Energiekosten haben sich jetzt verdoppelt in den letzten Jahren und dann bleibt dir kaum noch was übrig, um überhaupt Gewinn zu machen. Auf der anderen Seite hast du dann auch Angestellte, die auch fertig sind, kaputt sind, hohen Krankenstand, die auch gerne mal wieder kündigen und gehen, schwierig gute Leute zu finden. Also ja, das macht so keinen Spaß, ne? Und die Angestellten schimpfen auf die Chefs und die Chefs schimpfen auf die Angestellten. Und im Endeffekt liegt es nur an diesem ganzen Bürokratiewahnsinn und diesen schlechten Arbeitsbedingungen im Endeffekt auch. Weil wenn jemand selbstständig ist oder Unternehmer ist, der braucht ja auch genügend Geld, um seine Leute gut zu bezahlen. Und wenn der schon gar nicht die Möglichkeit hat, noch gut Geld zu verdienen, ja, dann kann er auch die Leute nicht gut bezahlen, ja. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen halt dann dicht machen und sagen, ja, das bringt mir nichts, wenn dann höre ich halt auf, ne? Ich lieber ins Bürgergeld, habe ich mehr von, als da irgendwie 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Weil bei Selbstständigen und Unternehmern guckt halt keiner darauf, dass sie nicht über ihr gesundes Maß hinaus arbeiten, ja? Das ist leider so, ne? Und ja, deswegen, es nervt ein bisschen. Aber, wie ich das aber auch mitkriege, jedes Land hat halt seine Bürokratie, hat seine Verwaltungskram. Aber in Deutschland habe ich halt irgendwie so das Gefühl, es ist halt nochmal hoch zwei, ja. Wobei es hier in der Türkei auch Sachen gibt, wo man sagen kann, ja, das ist ja schon ganz schön viel Bürokratie, das ist totaler Blödsinn, wie sie das
gemacht haben, da könnten sie auch noch besser arbeiten. Ja. Was ich vor allem hier nicht gut finde, ist, und das verstehe ich ja nicht, warum sie nicht Ausländern erlauben, hier auch Unternehmen zu gründen und dann halt einfach auch so viele Deutsche oder Engländer einzustellen, wie sie wollen. Und dann halt Türken auch, aber es gibt hier so einen Schlüssel, irgendwie 5 Türken muss da einstellen, um einen Deutschen einzustellen. Ich glaube, es gibt also eine Art 20%-Regel, ist das hier generell. Und das ist auf der einen Seite ja ganz gut, auf der anderen Seite schreckt man damit natürlich auch einfach Unternehmen ab, ja? Wo man sagen muss, ja, was soll das denn? Ja? Seid doch froh, dass Leute herkommen, hier Geld machen und dann halt auch Steuern hier bezahlen, ne? Und Leute anstellen und hier in die Krankenkasse reinzahlen und so. Nun ja, also es ist alles so ein bisschen anders, ja. Das finde ich zum Beispiel an Dubai besser, dass sie sagen, ah ja gut, jeder, der hier eine Firma gründet, darf halt hier bleiben, ja. Muss sich halt selber anstellen, muss die Lizenzen für die Firmen machen. Jeder muss da auch krankenversichert sein, muss da halt eine private Krankenversicherung da abschließen. Gibt's halt keine staatliche und du hast da jederzeit die Möglichkeit, ein Unternehmen aufzubauen. 5 Pakistanis, 7 Deutsche, 3 Engländer und 2 Araber einzustellen. Ja? Das ist interessiert da keinen. Hauptsache, du zahlst halt die Gebühren. Ne? Und das finde ich persönlich besser. Wobei ich es hier natürlich schöner finde vom Leben her. Ja? Also wir haben jetzt ja Mitte April und ich kann das ja ausziehen. Ich müsste jetzt keinen Pulli anziehen, aber ich bin mit dem Quad gerade runtergefahren. Und hier liegen ja ganz viele Leute schon mit Bikini am Strand und lassen sich's gut gehen. Das ist ja auch völlig okay mit der Temperatur, so 25 Grad. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwitze mir jetzt keinen ab. Also für mich ist das jetzt sehr angenehm. Wenn ich hier länger wäre als ein paar Minuten, dann würde ich hier ja auch irgendwie mich bis auf die Badehose wahrscheinlich ausziehen. Aber man kann es aushalten, auch mal mit dem Pulli, ne? Vor allem, wenn ich da Quad fahre, wird es halt dann gleich wieder ein bisschen kühl. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen der Blues. Deswegen werde ich auch nie ein richtiger Auswanderer sein. Jedenfalls nicht in der nächsten Zeit, weil ich aus dem deutschen System halt nicht rauskomme und auch nicht raus will, so wie es jetzt gerade steuerlich halt ist. Es ist in Ordnung so, aber wie schon gesagt, diese Einkommen produzierende Aktivitäten sind halt doof, ja, wenn du dann irgendwie so und so viele Stunden Buchhaltung und dann noch irgendwelche rechtliche Fragen wegen der Buchprüfung und mit irgendeinem Anwalt noch wegen irgendwas und dann guckst du noch das, dann musst du das noch umbauen, weil das und das ist und dann dies und das und jenes. Du kommst ja gar nicht mehr dazu, irgendwie Geld zu verdienen, um dann halt Steuern zu bezahlen, ne? Du bist halt nur noch mit Verwalten am Gange und das ist halt total irrsinnig, ja. Die produktivste und allerbeste Zeit in Deutschland, die es jemals gab, das nennt man ja Wirtschaftswunder. Das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Bundesrepublik dann quasi gegründet war. Die D-Mark war da und die Leute haben kaum Vorschriften gehabt. Die durften einfach machen. Ja? Die haben gesagt, macht einfach, ihr dürft einfach arbeiten, Unternehmen gründen, Dinge wieder aufbauen und wir legen euch keine Steine in den Weg. Und das ist das Wirtschaftswunder. Die Deutschen sind halt fleißig und haben halt Lust, außer man vertreibt ihnen die Lust. Ja? So sehe ich das. Naja gut, das war jetzt mein kleiner Blues vom Strand. Aber wenn man das hier hat, dann fällt es leichter, auch mal sich zu ärgern und zu sagen, ja gut, wenigstens lebe ich hier, auch wenn ich noch steuerlich in Deutschland verheiratet bin. Gut, bis bald.